Auch wenn es sich nicht so anfühlt, wir haben immer noch Sommer und deswegen hatte ich Lust auf einen Zitronenkuchen vom Blech, besonders weil ich gleich noch wo eingeladen bin und nicht mit leeren Händen kommen wollte. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin die Kuchenfee, ich bin die Lisa und ich zeige dir heute einen so Zitronen-Steppdeckenkuchen. Die komplette so Steppdecken-Optik in Kuchen ist, habe ich das Gefühl, gerade in den letzten Monaten so ein bisschen populärer geworden, obwohl ich dazu schon mal, ich glaube vor 5 oder 6 Jahren, ein Video gefilmt habe, was mittlerweile nicht mehr online ist. Aber ich fand es einfach einen schönen Anlass, das nochmal mit aufzunehmen, weil was ist ein Steppdeckenkuchen? Im Endeffekt ein ganz normaler Blechkuchen, aber da wird so eine Art Käsekuchenmasse aufgespritzt und das sieht dann aus wie so eine Steppdecke, das ist schon alles. Für dieses Muster habe ich jetzt hier schon meine Zutaten soweit zusammengeschmissen. Das ist einfach nur Frischkäse, Puderzucker, Speisestärke. Da kommt jetzt noch ein Ei zu und dann wird das Ganze einmal verrührt. Aber das Ei hier ist mir nämlich gerade aufgefallen. Kann man das hören, dass das gluckert? Das ist kein gutes Zeichen. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass das Ei nicht mehr frisch ist, weil die Luftblase, die hier drin ist. Ich schlage das mal separat auf. Wenn es noch gut ist, dann benutzen wir es natürlich, aber ist okay. Ist noch okay. Roh würde ich dieses Ei hier jetzt nicht mehr benutzen, aber weil das Ganze eh einmal zusammengebacken wird, ist das in Ordnung. Ihr erkennt daran, ob ein Ei wirklich noch frisch ist. Übrigens, wenn ihr ein Ei aufschlagt, zum Beispiel auf einen Teller oder sowas, und auf dem Teller zeichnet sich dann das Eigelb ab, das ist so richtig so kuppelig und es zerläuft alles nicht so und das Eiweiß hält auch seine Form und zerläuft nicht so auf dem kompletten Teller. Dann wisst ihr zum Beispiel, dass das Ei noch super, super frisch ist. Es gibt noch ein paar andere Zeichen dafür, ob das Ei frisch ist. Wenn ihr dazu mal mehr wissen möchtet, das ist eine kleine Lektion in meinem Backbuch, was hier hinten steht. Das verlinke ich euch mal in der Infobox, falls ihr euch das mal anschauen möchtet. Aber ja, das dazu. So, unsere Frischkäsemasse hier ist fein. Ich glaube, ich gebe da noch einen Schluck Zitrone dazu. Ein bisschen. Okay. Und dann kann das so auf uns warten. Jetzt kümmern wir uns um den eigentlichen Teig. Und das ist letztendlich auch einfach nur ein Rührkuchen. Das heißt, ich habe hier softe Butter, die ist auf Raumtemperatur. Die kommt in meine Küchenmaschine und dann wird das Ganze mit dem Zucker, der hier steht, schon mal ein paar Minuten so richtig kräftig aufgeschlagen, bis es schön fluffig ist. Und dann kommen gleich eigentlich einfach nur noch nach und nach die Eier dazu und die restlichen Zutaten. Bevor ich das mache, möchte ich mir aber eine... Mein ursprüngliches Rezept hat nach Buttermilch verlangt. Ich habe keine Buttermilch da, weil ich sie so einfach nie benutze. Deswegen gibt es so einen kleinen Hack. Das ist ein Buttermilchersatz. Und zwar habe ich hier in meinem Glas ganz einfach nur normale Milch. Und da kommen jetzt ein paar Tropfen von meiner Zitrone dazu. Und irgendwas mit der Säure von den Zitrönchen, ich glaube so war es, reagiert dann so mit der Milch, dass das Ganze so ein bisschen stockt und zu so einer Art was Frischkäse wird. Wer genau weiß, wie das hier funktioniert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich habe das nicht mehr ganz so auf dem Schirm und möchte keine Fehlinfos verbreiten. Von daher, ja, wer genau weiß, was jetzt hier letztendlich passiert, kann es ja mal in die Kommentare für alle anderen schreiben, damit wir alle was lernen. So, das lasse ich einen kurzen Moment stehen und schlage mir eben hier meinen Kram auf. Salz darf natürlich auch nicht fehlen. Okay.
auf Temperatur. Meine Masse hier sieht schon super schön cremig aus. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Hier kommt jetzt noch das Mehl und das Backpulver dazu. Genauso wie meine Buttermilchmischung hier. Und ich hoffe, man kann das in der Kamera sehen. Aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen gestockt. So. Das heißt, einmal die trockenen Zutaten dazu. Einmal grob verrühren. Tschüss. Falls jetzt jemand fragen sollte, siebst du das Mehl oder warum siebst du das Mehl nicht? Das siebe ich deswegen nicht, weil die Masse, die ich jetzt hier habe, kompakt genug und fest genug ist, um alle Mehlneste aufzubrechen. Und ich es deswegen mir spare. Aber wer es gerne mag, auch aus anderen Gründen zum Beispiel, der kann natürlich gerne das Mehl sieben. So. Trockene Zutaten drin, jetzt kommt noch der Schluck Buttermilch. Und dann haben wir es. Teig ist fertig. Hoppala. Der wird jetzt mit Mühe, Geduld und Liebe einmal ordentlich hier in die Form gestrichen. Ach so, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber doch, man sieht das auf jeden Fall. Das Backpapier hier, das habe ich für ein anderes Projekt benutzt. Das heißt, wenn ihr hier diesen Kreis seht, ja, man kann Backpapier auch wiederverwenden und das habe ich offensichtlich gemacht. Hier waren vorher Böden drauf für eine andere Torte. Ich habe dann das Backpapier einfach nur einmal abgekratzt nach dem Backen und jetzt kann ich es halt nochmal benutzen. So. Übrigens, ich verlinke euch die Form genauso wie meine Küchenmaschine und den ganzen anderen Spökes, den ich hier benutze, also an Werkzeug, verlinke ich euch selbstverständlich genauso wie das Rezept. Oh mein Gott, genauso wie das Rezept unten in der Infobox. Also da einfach mal vorbeischauen. Und wenn ihr gerade eh schon unter das Video schaut, würde ich mich außerdem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und sogar am besten noch Kanalmitglied werdet, weil dann unterstützt ihr mich, dass ich den Kanal hier weiter halten kann. Was in aktueller Zeit sehr, sehr schwierig ist. Also wenn ihr mehr von solchen Videos hier sehen möchtet und das auch noch für längere Zeit und nicht vielleicht bis zum Ende des Jahres, so wie es im Moment aussieht, dann werdet doch Kanalmitglied oder Patreon-Supporter. So, genug für mich selbst geworben. Jetzt geht es hier mit dem Kuchen weiter. Der ist einmal ordentlich ins Förmchen gestrichen und jetzt wird einfach nur die Frischkäsecreme hier in so einem Karo aufgespritzt. Ich habe das jetzt in einen Spritzbeutel gepackt. Hier vorne ist jetzt eine Sternhülle dran. Es ist total egal, da muss keine Sternhülle dran. Es muss grundsätzlich keine Hülle dran, aber mein Spritzbeutel hat einfach eine zu große Öffnung und ich wollte die etwas kleiner machen und deswegen ist hier einfach nur irgendeine Hülle dran. Ihr braucht sie aber nicht. Ihr könnt auch einfach einen Gefrierbeutel nehmen und vorne das abschneiden. Das würde auch funktionieren. Ist aber nicht ganz so nachhaltig wie hier so ein Spritzbeutel und deswegen, okay, ich mache einfach mal. In Karo aufspritzen, dann ab in den Ofen. Ich entlasse mich an dieser Stelle schon. Und wenn das Ganze durchgebacken ist, kann halt gegessen werden. Von daher, schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Video.